Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Da oben ist zwar Gegenangriff, aber ich gehe trotzdem als Burg rein. Welcome to Nova. Wir haben echt gute Teile. Diesmal habe ich ganz schön Schwein. Schleime, die sind gut. Sakura-Blumen stark. Die sind auch super. Higgling wäre mit am Start. Sieht nach einem verdammt guten Roll aus. Hält zwar gerne die beiden auch noch mit drin. Aber es geht auch so. Heißt Sakura Blume. So wie fast immer. Wenn ich die habe. Nehmen wir die mit. Und dann bauen wir so ein bisschen was drumherum. Ah, Angler und Manaros. Ich mache hier erstmal nichts. Passiert nichts. Ja, wahrscheinlich macht Flohmarkt so am meisten Sinn für Kohle, 65 Kohle oder alles oder nichts, wenn man dann noch mal einen fetten Angriff starten will. Sicherlich auch nicht verkehrt. Ein Schwein platziert direkt. Das heißt aber, dass er keine Kohle hat. Nichts geschickt. Gut, schick mal einfach die Schnecken mit rein. Das reicht, wenn wir den Schleim da platzieren. Ich mache jetzt nur die Schnecken mit, weil er sendet. Gucken wir mal. Die kacken schnell ab. Die sollten auch ganz gut abkacken. Kann ich meinen Worker holen? Er hat noch eine Katze hingestellt. Die hat viel geblockt. Oh, bei mir ist gut was durchgekommen. Und das waren nur zwei Schnecken. Das hat sich gelohnt. Die müssen wir schön unten halten. Das sollte passen. Ja. Könnten hier noch einen Setzling hinstellen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier zwei Wichtel kommen.
Die kann ich nicht halten. Gut, dann gehen wir auf 6. 5 wäre Quatsch. Oh, mit 2 Leben, der wurde einfach nicht angegriffen. Hm. Okay. Dann platzieren wir halt noch einen Schleim. Und noch einen Worker nächste Runde. Und auf 6 hat er ganz schön Probleme, wenn er da nichts hinstellt. Atom, er hat den ersten aufgewertet. Machen 2 Fruits rein. Und wenn wir es schaffen, vielleicht noch ein Robo. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das noch hinkriege. Doch, soll ich hinkriegen dann. In der Bauphase. Robo mit rein. Zack. Ich gehe davon aus, dass ich durchbrechen werde. Einfach ordentlich gesammelt. War der auch 100. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht halten. Aber hier komme ich durch. Oh, das Healing hat aber gut viel gebracht. Weil Sakura Blume noch lange überlebt hat. Hat natürlich nicht den angegriffen. Sind beide gut durchgekommen. Holy shit. Das ist heftig. Das hat gesessen. Sehr schön. So, dann hat eine Schleimfrau auf. Die sollte voll und ganz ausreichen. Dann nehmen wir auf. Wenn wir auf 10 gehen, dann sollte es eigentlich durch sein, vermute ich mal. Ah, es war gerade so nicht voll. Okay, dann senden wir halt jetzt nochmal. Und dann gehen wir auf 10. Ich warte hier lieber die zweite Schleimfrau auf. So, 2 Dinos rein.
magischen Schaden haben die nur das geweihte Ross. Von daher sollte das auch gut reinhauen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube nicht. Windfalken gesetzt auf die Welle? Ja. Das wird gehalten. Aber Healing mit drin. Warum schickst du jetzt noch eine Turtle rein? Okay, weil du Piepen brauchtest. Dann sehe ich es ein. Gar keinen Sinn. Ich gehe auf 10. Ich könnte magischen Schaden ein bisschen mitschicken. Drachen oder so. Macht das schon Sinn? Ein bisschen Overbuild. Und er hat Double Healing dabei, die Meeresdrachen und die Wüstenpilger. Wer fightet noch? Das Schwein. Doppelschwein aber schon. Ja, wir werden hier. Dann mache ich den weg. Dann kann ich den noch upgraden. Haben wir zwei Daphnis. Die machen gut Schaden. Tanks habe ich leider nicht so starke. Der Dach ist drin, der macht schon viel aus. Schick mal einen Brut rein. Doppelbrut und Drache. Das ist schon ein dicker Send. Ich kriege auch 200, auch Double Brood. Und ein Hermit. Cora Blume down. Da ist der Kingpin aufgewertet. Ja. Wird vielleicht nicht reichen, aber wir sind trotzdem noch ganz gut durchgekommen. Hätte er gesammelt, wäre es besser gewesen. Bis dahin. So, ich habe natürlich auch verkackt. Aber ist jetzt nicht ganz so wild. Oh, knapp. Wir machen das. Ich habe nicht ganz so viel Auswahl von den Einheiten. Aber wir schicken auf jeden Fall ein Voreis rein. Brauchen wir. Übles Healing. Kingpin muss down. Magischer Schaden auf jeden Fall auch wichtig. Schicke ich einfach noch zwei Schnecken rein, was soll's. Ansonsten müssen wir halt auf 13 gehen.
Ja, du bist gut durchgekommen. Mal gucken, ob es reicht. Ja, doch, das sollte reichen. Nur 16%. Naja, okay, es wird knapp. Es reicht nicht. Schade. Aber dann sollten wir jetzt wirklich sammeln. Und wir die platt kriegen. So, ganz viele von denen. Beziehungsweise, ich glaube, ich baue noch einen Wanderer. Wanderer macht Sinn. Das tut weh. Ah, ich habe noch ganz gut gehalten, dafür, dass es 460 waren. Komm, ich baue noch einen. Eis rein. Lass uns mal schauen. Bisschen magischer Schaden wäre nicht schlecht. Ansonsten ist egal. Machen wir so. Bei magischer Schaden ist ja sowieso der Voreis schon da. Jetzt machen sie ein King Upgrade. Double Kingpin. Okay, beide down. Oh, hier kam ordentlich was durch, das ist sehr gut. Ja, ich kann es nur noch reduzieren. Aber das wird sein. Sehr gut. Victory. Endlich mal wieder ein Sieg. Sehr schön. Das war's mittlerweile ohne Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich Fiesta gespielt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.